Es war mal wieder ein einsamer Abend für Michel. Er war nicht alleinstehend. Er war ein Mann mittleren Alters, war verheiratet, hatte zwei Kinder und war bekennender, gläubiger Christ. Das ändert aber nichts daran, dass er etwas Abwechslung suchte und sexuelle Abenteuer liebte. Er befand sich gerade auf Geschäftsreise für seine nächsten Interviews, die er als gefeierter Journalist führen sollte. Sein Koks verleiht er schon alle. Er wusste nicht, wie er die nächsten 2, 3 Stunden überbrücken sollte. Daher entschied er sich, zum Telefonhörer zu greifen und ein paar Leute anzurufen. Unter einem Stapel Arbeitspapiere blitzte unverdächtig eine fremde Telefonnummer hervor. Er dachte, er sollte dort mal anrufen und Hallo sagen. Vielleicht lernt er dadurch interessante Leute oder seinen nächsten Interviewgast kennen. Kaum hatte er die Nummer gewählt, schon hauchte eine zärtliche, erotische Stimme ins andere Ende der Leitung. Es war die Nummer des städtischen Bordells. Sie fragte, ob er etwas Abenteuer brauche und sie ein Mädchen vorbeischicken sollen. Michel war etwas irritiert, aber er hatte gleichzeitig starke Schuldgefühle. Er wollte nicht die wertvolle Zeit dieser einschlägigen, erfahrenen, fachkundigen Dienstleistungsagentur stehlen. Er war zwar verheiratet und hatte zwei Kinder, aber er dachte, wenn er schon ein Angebot erhält, dann müsste er auch zuschlagen. Also ließ er sich eine hübsche Dame auf sein Zimmer schicken. Der Preis spielte keine Rolle. Das Mädchen kam. Kaum angefangen, war die Szene auch schon wieder vorbei. Kaum der Rede wert. Plötzlich klopfte es an seine Zimmertür. Es war nicht der Hotelservice. Michel öffnete leicht bekleidet die Tür und vor ihm stand seine liebende Ehefrau. Sie war zufällig durch eigene Geschäftsreisen unerwartet in die gleiche Stadt gekommen und wollte ihn überraschen. Das ist wohl gelungen. Und auch er hat sie überrascht. Die Freude war jedoch schnell aus den Gesichtern gewichen. Stattdessen wurde es etwas lauter und die benachbarten Zimmer hörten eine echte Reality-Show. Michel entschuldigte sich und meinte, er hätte ja nur eine kleine Sünde begangen. Eine schwere Sünde wäre es ja erst, wenn er die Frau seines besten Freundes zu sich bestellt hätte. Seine Frau war von dieser Entschuldigung nicht so begeistert.